Magnifizenz, lieber Herr Radke, sehr verehrte Mitglieder des Rektorats und des Universitätsrats, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass mir in diesem Mercator-Jahr die Mercator-Professur der Universität Duisburg-Essen übertragen worden ist und wie das gerade durch die Einführung des Rektors und die Übergabe der Urkunde dokumentiert worden ist, empfinde ich als eine große Ehre und ich bedanke mich dafür von ganzem Herzen. Jetzt weiß ich so richtig, jetzt habe ich im Augenblick so richtig das Gefühl, in Duisburg angekommen zu sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus 500 Jahre nach der Geburt des beeindruckenden Universalgelehrten Gerhard Mercator hier sprechen zu dürfen, ist allerdings zugleich eine Einladung zur Bescheidenheit. Heute würde, so glaube ich, niemand mehr beanspruchen, Kosmographie und Weltgeschichte, Theologie und Philosophie so miteinander zu verbinden, wie Mercator dies vor einem halben Jahrtausend tat. Auch wenn man die rasante Vervielfachung des wissenschaftlich zugänglichen Wissens in Rechnung stellt, ist die Weite der von Gerhard Mercator bearbeiteten und beherrschten Themen staunenswert. Dabei hätte er es sich auch leichter machen und das eine oder andere der von ihm bearbeiteten Gebiete auf sich beruhen lassen können. Insbesondere seine Beschäftigung mit der Theologie, die mich natürlich besonders interessiert, gereichte ihm nicht nur zur Freude. Wegen Lutherei, also als protestantischer Abweichler, wurde er 1544 im heimischen Flandern für viele Monate eingekerkert. Umso lieber, so lese ich, nahm er die Einladung nach Duisburg an, um hier in Freiheit zu lehren und zu forschen. Auch wenn es zur Gründung der Universität, an der er Kartographie unterrichten sollte, damals noch nicht kam, obwohl ihm das bei der Einladung nach Duisburg angekündigt worden war, die Universität, die alte Universität Duisburg, wurde vielmehr erst ungefähr 100 Jahre später gegründet, entfaltete er doch ohne Universität eine weitreichende wissenschaftliche Tätigkeit, die auch nach der Erfahrung im Kerker weiterhin die Theologie in erstaunlichem Umfang einschloss. Deshalb freue ich mich sehr darüber, als Theologe die Mercator-Professur wahrnehmen zu können und dabei nicht fürchten zu müssen, wegen der auch bei mir durchaus vorhandenen Lutherei eingesperrt zu werden. Aber nicht durch seine Theologie ist Gerhard Mercator berühmt geworden, sondern durch seinen Beitrag zur Globalisierung des geografischen und des historischen Bewusstseins. Als Kosmograph hat man ihn bezeichnet. Er trug maßgeblich dazu bei, dass Erdglobus und Himmelsglobus in ihrer Zusammengehörigkeit gesehen wurden. Insbesondere aber erhöhte er die Präzision, mit der die Erde auf Karten und Globen dargestellt wurde. Er profitierte wissenschaftlich von dem ersten Schub der modernen Globalisierung, der mit den Entdeckungen der Kolumbuszeit eingeleitet wurde. Zugleich erarbeitete er eine möglichst exakte chronologische Weltgeschichte von den Anfängen bis exakt zu seiner eigenen Gegenwart, zu dem Jahr, in dem er diese Chronologie veröffentlichte, nämlich dem Jahr 1568. Dieser Verbindung zwischen globaler Geographie und globaler Chronologie eignet eine eigentümliche Modernität. Auch in der heutigen Globalisierung verschränken sich ja räumliche und zeitliche Dimensionen. Die weltweite Mobilität und die den Erdball umspannende digitale Kommunikation machen den Globus zu einem Wirtschafts- und Lebensraum, der alle einschließt. Dieser gemeinsame Lebensraum ist jedoch durch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gekennzeichnet. Deshalb verlangt die Globalisierung auch nach einer Globalgeschichte, die diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen aufzuklären vermag. Es fügt sich deshalb gut, dass eine Universität, an der heute Probleme der Globalisierung eine so gewichtige Rolle spielen, sich auf Gerhard Mercator berufen kann. Beispielhaft
will ich das Institut für Entwicklung und Frieden als einen Ort nennen, an dem hier in Duisburg globale Trends intensiv erforscht und bearbeitet werden. Und ich will mich aus eigener Beschäftigung und Erfahrung für den Erkenntnisgewinn, den ich selbst schon aus dieser wissenschaftlichen Arbeit in Duisburg gezogen habe, eine weitere Verbindung mit Duisburg, ich will mich dafür besonders bedanken. Ich betrachte, meine Damen und Herren, die heute mit der Globalisierung aufgeworfenen Fragen aus der Perspektive der Ethik. Dabei orientiere ich mich an einem in der theologischen Ethik entwickelten Ansatz, demzufolge die mit der menschlichen Freiheit verbundene Verantwortung sich nicht nur als Selbstverantwortung auf die Gestaltung des eigenen Lebens richtet, sondern in dem Glauben an den einen Gott, vor dem alle Menschen gleich sind, eine Grundlage für eine radikal verstandene Gleichachtung aller und damit eine wichtige Basis für ein inklusives Verständnis der Menschenrechte findet. Die offene Frage dieses jetzt in aller Knappheit in einem einzigen Satz geschilderten Ansatzes, die offene Frage heißt, wie weit reicht die Inklusion, wenn wir von der Gleichachtung aller und einem inklusiven Verständnis der Menschenrechte reden? Wer gehört zu denen, die in ihrer Würde gleich zu achten sind? Vorrangig werden in der gegenwärtigen Diskussion auf diese Frage drei Antworten gegeben. Jeder Mensch vom Anfang bis zum Ende seines Lebens, Behinderte wie Nichtbehinderte, alle lebenden Menschen auf dem Globus. Die erste Antwort hat mit der Frage zu tun, von wann an dem Menschen Würde zuzusprechen ist und wie weit diese Würde reicht. Zusammen mit Eckhard Nagel diskutieren wir im Deutschen Ethikrat nahezu Sitzung für Sitzung diese Frage. Wann fängt die Würde des Menschen an? Wann endet sie? Der Schutz des vorgeburtlichen Lebens und der Einbezug des Sterbens in ein menschenwürdiges Leben treten bei dieser Art der Betrachtungsweise in den Vordergrund. In der zweiten Antwort, Behinderte und Nichtbehinderte, wird Inklusion insbesondere in der pädagogischen Diskussion darauf bezogen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen die gleichen Chancen haben sollen wie andere, deren Grenzen sich nicht in offenkundigen Behinderungen zeigen. Schließlich aber wird drittens die Frage diskutiert, ob die Inklusion sich nur auf die Glieder der eigenen Gesellschaft richtet, mit denen wir die gleichen Bürgerrechte teilen, oder ob sie alle auf dem Globus lebenden Menschen einschließt, sich also an den für alle geltenden Menschenrechten ausrichtet. Doch die Reichweite der Inklusion ist mit diesen drei Perspektiven, Achtung der Menschenwürde vom Anfang bis zum Ende des menschlichen Lebens, gleiche Achtung und deshalb weitgehende Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und schließlich Anerkennung der Menschenrechte aller mit uns zusammen auf dem Globus lebenden Menschen, noch nicht abschließend bestimmt. Eine weitere, vergleichbar dringliche Frage hat es nämlich damit zu tun, ob unsere Rücksichtnahme wirklich nur denjenigen gilt, die gleichzeitig mit uns leben, oder ob sie auch diejenigen einschließt, die nach uns kommen. In Deutschland und vergleichbaren Ländern gewinnt diese Frage ihre Dringlichkeit zunächst aus der Art des demografischen Wandels, den unsere Gesellschaft durchläuft. Er ist durch das Phänomen des Double Aging geprägt. Dank der Fortschritte von Medizin, Hygiene, Arbeitsschutz und Umweltbedingungen werden die Individuen im statistischen Durchschnitt älter. Das ist die eine Seite des Aging. Und angesichts einer abnehmenden Geburtenrate wird die Gesellschaft im Ganzen älter. Das ist die andere Seite des Double Aging. Dieser doppelte Alterungsprozess verschärft die Anforderungen an die Nachrückenden, wie erst recht an die künftigen Generationen. Das Generationenverhältnis selbst, das habe ich mit dem Nebeneinander von nachrückend und zukünftig schon angedeutet, kann man unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Man kann einerseits auf die verschiedenen Generationen schauen,
die gleichzeitig leben. Etwas schematisch gesprochen, die jüngere, die mittlere und die ältere Generation. Das Verhältnis dieser, wie gesagt, in schematischer Vereinfachung gesprochen, drei Generationen zueinander, betrachte die ethische Tradition unter dem Gesichtspunkt der besonderen Verpflichtung der mittleren Generation. Sie trägt die Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern, aber sie hat zugleich eine besondere Verantwortung für die Lebensbedingungen der älteren Generation. Dieser zweite Aspekt ist in den ethischen Traditionen weit stärker verankert, als uns meistens bewusst ist. Nehmen Sie die 10 Gebote zur Illustration. Das 4. Gebot heißt: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Damit ist das Verhältnis der erwachsenen, handlungsfähigen Generation zu ihren hilfsbedürftigen Eltern gemeint. Das, was wir heute mit der Alterung der Gesellschaft als immer stärker werdende zentrale gesellschaftliche Herausforderung wahrnehmen, nämlich der Beistand für pflegebedürftige Ältere, ist das Thema des 4. Gebots. Und nicht, wie vielleicht manche von Ihnen im entsprechenden kirchlichen Unterricht gelernt haben, der Gehorsam der kleinen Kinder, der Heranwachsenden gegenüber ihren sorgeberechtigten Eltern. Dieser pädagogische Aspekt liegt den 10 Geboten vollkommen fern, die ja auch trotz individueller Erfahrungen im Konfirmanden- oder Firmenunterricht nicht an Kinder gerichtet waren, sondern an Erwachsene. Weshalb es ja auch heute ganz gut wäre, Erwachsene würden sie ab und zu mal lesen, damit es ihnen nicht so geht wie jener Journalistin, die in einem Bischofsbüro anrief und sagte: In der Redaktion diskutieren wir gerade darüber, wie aktuell die 10 Gebote sind. Nur leider stellen wir fest, dass keiner von uns sie kennt. Herr Bischof, können Sie uns bitte weiterhelfen? Betrachtet man das Generationenverhältnis, wie ich an diesem Beispiel deutlich machen wollte, aus der Perspektive der gleichzeitig miteinander lebenden Generationen, so spitzt sich im demografischen Wandel die Frage dahingehend zu, welche Verpflichtungen den jüngeren Generationen gegenüber den Älteren zugemutet werden können. Was bedeutet Pflicht gegenüber vorangehenden Generationen im Generationenverhältnis? Das ist im Augenblick die absolut dominierende Frage. Schon seit Jahren wird in diesem Zusammenhang der Slogan von Frank Schirmacher geprägt, vom Methusalem-Komplott verwendet. Das sagenhafte Alter, das der biblische Methusalem erreicht haben soll. Die Bedeutung der Zahl von 969 Jahren hängt freilich ganz von der Frage ab, was in diesem Fall mit einem Jahr eigentlich gemeint ist. Dieses, wie auch immer, sagenhafte Alter wird zum Symbol für den Herrschaftsanspruch, den die Alten über die Jungen antreten. Deren Versorgung wird zur lebenslangen Belastung für die Jüngeren. Die Altersversorgung, die die ältere Generation sich selbst gesetzlich gesichert hat, mindert den Lebensstandard der Jüngeren auf unabsehbare Zeit. In dem Maß, in dem Ältere Parteitage und Parlamente bestimmen, sichern sie sich eine möglichst hohe Altersversorgung. Die Jüngeren können unter anderem aus diesem Grund nicht damit rechnen, dass sie selbst in ihrer Berufsbiografie einen ähnlichen Zuwachs an Lebensstandard erleben werden, wie er für die Biografie der vorangehenden Generationen charakteristisch war. Ein Schlüsselthema für die Frage nach dem Verhältnis jüngerer Generationen in unserem Land zu ihrer eigenen Zukunft. Darüber hinaus signalisieren schon die Zeithorizonte derer, die sich selbst hohe Renten genehmigen, was danach passieren wird. Wenn beispielsweise ein kleiner Parteitag der SPD in diesen Tagen ein Rentenniveau von ungefähr 50% bis zum Jahr 2020 festschreibt, enthält ein solcher Beschluss für alle Berufstätigen mit einem späteren Renteneintrittsalter, und das sind die meisten, die Botschaft, dass sie sich auf ein geringeres Rentenniveau einzustellen haben. Ob sie dies durch einen höheren Anteil an Eigenvorsorge kompensieren können, hängt davon ab,
ob ihr verbleibendes Arbeitseinkommen angesichts steigender Sozialabgaben überhaupt die Möglichkeiten zur privaten Vorsorge eröffnet. Das sind die Themen, die heute in unserem Land vor allem unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit verhandelt werden. Im üblichen demokratischen Prozess werden insbesondere in Vorwahlzeiten, also immer, solche Entscheidungen nicht unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit, sondern unter demjenigen der Klientelpolitik getroffen. Beunruhigend ist vor allem, dass im politischen Umgang mit diesen Fragen das Generationenproblem in aller Regel weiter verschärft wird. Zusätzliche Belastungen durch kollektive oder individuelle Altersvorsorge mindern nämlich zusätzlich die Bereitschaft, Kinder zur Welt zu bringen und für ihr Aufwachsen Verantwortung zu übernehmen. Je stärker die Erwerbsgeneration für die Ruhestandsgeneration in Anspruch genommen wird, desto geringer schätzt sie ihre Möglichkeit ein, für eine nachwachsende Generation Verantwortung zu übernehmen. Dabei kann man bei der Frage nach den Pflichten gegenüber kommenden Generationen, und das ist heute Abend unser Thema, der Feststellung doch gar nicht ausweichen. Die allererste Pflicht der jetzt Lebenden besteht darin, dass eine nächste Generation ins Leben treten kann. Unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zwischen den gleichzeitig lebenden Generationen muss deshalb vorrangig gefragt werden, wie die Verantwortung für die Ruhestandsgeneration mit der Verantwortung für die nachwachsende Generation ausbalanciert werden kann, und zwar besser, als das gegenwärtig der Fall ist. Dabei muss man wieder Mut zu der Feststellung entwickeln, dass die Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern nicht nur ein Beitrag zum individuellen Glück, sondern auch ein Beitrag zur Zukunft der Gesellschaft ist. Dass diese elementare Feststellung nicht mehr selbstverständlich ist, illustriert der inzwischen geläufige Streit zwischen Kollegen über die vermeintliche Bevorzugung derer, die Erziehungsaufgaben wahrzunehmen haben. Er könne, so wendet ein kinderloser Kollege ein, für sein privates Hobby auch keine Rücksichtnahme des Arbeitgebers erwarten. Wo die Verantwortung für Kinder als privates Hobby betrachtet wird, steht es um die Generationengerechtigkeit nicht zum Besten. Doch diese Gerechtigkeit einzufordern, gilt weithin als Tabu. Die Würdigung von Elternarbeit wird in der öffentlichen Debatte häufig als eine Diskriminierung derer gebrandmarkt, die aus welchen Gründen auch immer keine Kinder haben. Der Respekt vor der Vielfalt der Lebensformen wie vor den unterschiedlichen Gründen dafür, dass die einen Kinder haben und die anderen nicht, schließt jedoch nicht aus, die Leistung von Eltern zu respektieren und sich um einen fairen Familienleistungsausgleich zu bemühen. Für das Familienethos der Gesellschaft ist es von großer Bedeutung, dass Alleinerziehende oder Paare nicht auch noch dafür bestraft werden, dass sie die Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern wahrnehmen. Deswegen glaube ich, dass unseren vielfältigen Diskussionen über eine andere Familienpolitik ein Stück weit die reale Basis fehlt, wenn wir nicht einsehen, dass diese Familienpolitik ihr Widerlager im Familienethos der Gesellschaft braucht und dass die Pluralisierung der Lebensformen kein Grund für den Verzicht auf ein solches gesellschaftliches Familienethos darstellt. In weiten Bereichen des Globus verschärft sich die jetzt geschilderte Frage durch andere demografische bzw. wirtschaftliche Gegebenheiten. Das fängt in Europa an. Spanien weist derzeit eine Jugendarbeitslosigkeit von 50% aus. In Italien bewerben sich 120.000 Jugendliche um 400 Arbeitsplätze, die von der staatlichen Forstbehörde zu vergeben sind. Noch dramatischer ist das Bild in Schwellenländern. In Südafrika können junge Frauen aus den Townships auch dann, wenn sie einen höheren Schulabschluss geschafft haben, keine weitere Berufsausbildung durchlaufen, weil die Eltern nicht für das Fahrgeld zur Universität aufkommen können.
So übernehmen sie notgedrungen Jobs in Hauswirtschaft oder Gastronomie, mit denen sie unter Abzug der Fahrtkosten auch unterhalb der Armutsgrenze enden. In denjenigen Regionen der Erde, in denen eine hohe Geburtenrate herrscht, entwickeln sich auf diese Weise ebenfalls Armutsrisiken für die junge Generation, wenn auch aus anderen Gründen und noch einmal in anderen Dimensionen als in wirtschaftlich prosperierenden Ländern. Zur Generationengerechtigkeit, so sage ich, gehört die jeweils erreichbare Balance zwischen den Leistungen an die Ruhestandsgeneration und dem Einsatz für die nachrückende Generation. Zu diesen Forderungen gehört darüber hinaus ein Bildungssystem, das sich am Maßstab der Befähigungsgerechtigkeit orientiert. Die vorgezeichnete Abwärtsspirale im Verhältnis der Generationen zueinander lässt sich nur in dem Maß aufhalten, in dem die nachrückende Generation Bildungsmöglichkeiten erhält, dank deren sie ihre Fähigkeiten in aktive gesellschaftliche Teilhabe umsetzen und so von ihren Gaben einen Gebrauch machen können, der sowohl der individuellen Lebensführung als auch der gesellschaftlichen Entwicklung zugutekommt. Eine gute Schulbildung ist dafür genauso wichtig wie die intensive Begleitung im Übergang von der Schule zur Ausbildung oder zum Hochschulstudium, also jene Phase, die unter den Fachleuten aus guten Gründen als Youth at Risk bezeichnet wird. Und wenn diese Übergangssituationen in einem Bildungsklima stattfinden, in dem es nach wie vor so ist, dass die Durchlässigkeit des Bildungssystems vorrangig eine Durchlässigkeit von oben nach unten, aber nicht eine Durchlässigkeit von unten nach oben ist, so lange steht uns die entscheidende Aufgabe, ein befähigungsgerechtes Bildungssystem zu schaffen, noch bevor. Und auch dies ist ein Schlüsselthema der Generationengerechtigkeit und unserer Pflichten gegenüber kommenden Generationen. Das Verhältnis zwischen den Generationen, die gleichzeitig miteinander leben, also schematisch gesprochen der nachwachsenden Generation, der Erwerbsgeneration und der Ruhestandsgeneration, gibt, so sahen wir, unter den Gesichtspunkten der Generationengerechtigkeit schon genug zu denken. Aber die Probleme stellen sich noch einmal schärfer dar, wenn man das Generationenverhältnis nicht synchron, die gleichzeitig oder einander überschneidend miteinander lebenden Generationen, sondern diachron, also die nacheinander kommenden Generationen, bedenkt. Dann geht es um das Verhältnis zwischen Generationen, die nicht gleichzeitig, sondern nacheinander leben. Dann geht es um die Erinnerung an diejenigen, die schon gestorben sind, aber ebenso an die Verantwortung für diejenigen, die erst noch geboren werden. Wir stellen diese Frage in einer Epoche, in der das Zeitgefühl in erheblichem Umfang durch ein Phänomen geprägt ist, das der Philosoph Hermann Lübbe als Gegenwartsschrumpfung bezeichnet hat. Angesichts der technisch verursachten Beschleunigung, die der Soziologe Hartmut Rosa großartig beschrieben hat, das heißt der technisch ermöglichten Erlebnis- und Handlungsdichte in der Gegenwart, angesichts dieser Beschleunigung verblassen Vergangenheit und Zukunft. Wenn, wie Herr Radke mir vorhin erklärt hat, heute an einem Tag im Internet mehr Textmengen neu eingestellt werden, als in Büchern in der gesamten Menschheitsgeschichte gedruckt worden sind, dann reduziert sich alles auf das Jetzt und sein Erleben. Auf die Frage nach der Qualität der Texte, die da eingestellt werden, im Verhältnis zu den Büchern, die gedruckt worden sind in 1000 Jahren Menschheitsgeschichte, kommt es dabei leider, Gott sei es geklagt, nur relativ wenig an. Erinnerung und Hoffnung werden gegenüber dem aktuellen Erleben sekundär. Auch die Beschäftigung mit den Toten und das Nachdenken über das Leben derer, die nach uns kommen, verlieren, so scheint es, an Bedeutung. Doch die Wirkungen unseres Handelns stehen in einem umgekehrten Verhältnis zu dieser Gegenwartsschrumpfung. In weit höherem Umfang als frühere Generationen verbrauchen wir durch unser Handeln Vergangenheit. Und wir determinieren zugleich Zukunft.
Der Vergangenheitsverbrauch zeigt sich vor allem als Destruktion kultureller Bestände. Der technisch induzierte Veränderungssog zehrt kulturelle Lebensformen auf, ohne dass erkennbar wäre, was an deren Stelle treten soll. Vielleicht finden sich ja Äquivalente zu der am selben Ort beheimateten und zur selben Zeit gemeinsam eine Mahlzeit einnehmenden Familie. Vielleicht finden sich ja Äquivalente zum gemeinsamen Rhythmus des Tages und der Woche, zu eingelebten Formen, mit den großen Einschnitten des Lebens zwischen Geburt und Tod umzugehen oder zur Beheimatung in religiösen Riten und Überzeugungen. Aber ob es zu solchen Äquivalenten kommt, ist ungewiss. Ein solcher Zweifel kann kein Grund dafür sein, dem gesellschaftlichen Wandel eine reaktionäre Veränderungsabwehr entgegenzusetzen. Aber es gibt gute Gründe dafür, die eingeschlagene Richtung kritisch zu bedenken. Denn eingelebte kulturelle Institutionen lassen sich leicht zerstören, aber nur schwer aufbauen. Formen des gemeinsamen Lebens völlig neu zu institutionalisieren, ist weit schwerer, als sie vom Gegebenen aus weiter zu entwickeln. Deshalb ist das gegenwärtige Tempo des Vergangenheitsverbrauchs mit Risiken verbunden, die für niemanden kalkulierbar sind. Ob der Auflösung kultureller Traditionen ein vergleichbares Maß an Kulturproduktivität entspricht, ist ungewiss. Im Blick auf die diachrone Gerechtigkeit wird vergleichsweise selten gefragt, wie wir mit dem umgehen, was wir von vorangehenden Generationen übernommen haben oder übernehmen können. Häufiger ist davon die Rede, wie wir künftigen Generationen Handlungsmöglichkeiten überlassen, die denen vergleichbar sind, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen. Deutlicher als der Verzehr überlieferter kultureller Bestände steht uns heute vor Augen, dass Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung und Schuldenpolitik Folgen materieller und immaterieller Art nach sich ziehen, mit denen die gegenwärtigen Akteure künftige Generationen belasten. Der elementare Gerechtigkeitsgrundsatz gleicher Freiheit wird gegenüber den künftigen Generationen sehenden Auges massiv verletzt. Doch dass wir Gerechtigkeitspflichten gegenüber kommenden Generationen überhaupt haben, wird von manchen prinzipiell bestritten. Dafür wird geltend gemacht, dass eine solche Entgrenzung gegenwärtiger Verantwortung der menschlichen Natur widerspricht. Dafür werden häufig soziobiologische Argumente geltend gemacht. Sie besagen, dass Menschen aus der Evolution der Lebewesen nur einen Instinkt dazu geerbt haben, die eigene Brut zu schützen. Dieser Instinkt lässt sich nur so weit auf Menschen ausdehnen, zu denen keine verwandtschaftliche oder gruppenmäßige Beziehung besteht, als von ihnen reziproke Handlungen erwartet werden können. Denn die einzige Form von Altruismus, die die Soziologie als wahrscheinlich anerkennt, ist der reziproke Altruismus, also der Tausch von Leistung und Gegenleistung. Taten ungeschuldeter Liebe, für die auch keine Gegenleistung erwartet wird, erscheinen soziobiologisch betrachtet im günstigsten Fall als eine Selbsttäuschung. Die Wahrheit ist, dass man diese Taten erbringt, weil man vergleichbare Taten erwartet. Liebe ist ein Tauschgeschäft. Die soziobiologische Untersuchung von Altruismus verläuft deswegen beispielsweise auch so, dass man Menschen, die bei einem Verkehrsunfall geholfen haben, danach fragt, fühlen sie sich jetzt besser, als wenn sie nicht geholfen haben? Wehe dem Probanden, der aus Versehen Ja antwortet. Er geht nicht mehr als Altruist durch. Er hat aus egoistischen Gründen geholfen. Er hat nämlich eine reziproke Befriedigung erlebt, weil er das Gefühl hat, er hat das Richtige getan. Also gibt es in Wahrheit keinen Altruismus. Aber ich will die Betrachtung nicht vollkommen lächerlich machen durch diesen von mir keineswegs erfundenen Hinweis. Dass Reziprozität
im Handeln von Menschen eine große Rolle spielt, kann und soll man ja auch gar nicht bezweifeln. Aber dass aufgeschobene Reziprozität von uns allen nur dann ertragen wird, wenn sie sich in synchronen Generationen vollzieht, sodass man hoffen kann, und sei es einige Jahrzehnte später, von den Kindern doch zurückzubekommen, was man an Erziehung und Liebe in sie investiert hat, ist eine Unterschätzung dessen, was Menschen möglich ist. Und ist darüber hinaus natürlich in seiner normativen Umbiegung der klassische Fall für das, was die Ethik den naturalistischen Fehlschluss nennt. Aus einer möglicherweise nicht unplausiblen Rekonstruktion der Instinktgeschichte der Menschen, bezogen auf die Evolution des Lebens, leitet man normativ ab, dass Menschen gar nicht dazu imstande seien, außerhalb dieses Bereichs des sogenannten reziproken Altruismus etwas für andere Menschen zu tun. Man leitet normativ daraus ab, dass man sich in seinem eigenen Handeln auch nur um diejenigen Menschen kümmern muss, von denen man erwarten kann, dass sie einem, und sei es mit zeitlicher Verzögerung, ihrerseits etwas Gutes tun. Moralische Pflichten hat man nach dieser Betrachtungsweise nur gegenüber denjenigen, von denen man selber auch etwas zu erwarten hat. Sie erkennen klar, dass das eine Betrachtungsweise ist, die mit jeglichem Menschenrechtsethos unvereinbar ist. Sie unterscheidet nämlich die Menschen kategorial in diejenige Gruppe, zu der ich auf die eine oder andere Weise in einem Verhältnis der Reziprozität, der Wechselseitigkeit stehe. Nur denen gegenüber habe ich moralische Verpflichtungen und der großen Masse derjenigen, die außerhalb stehen. Diese Betrachtungsweise hat deswegen eine große Suggestivkraft, weil jeder sich klar macht, dass er nicht allen Menschen gegenüber gleichzeitig Verantwortung wahrnehmen kann, sondern nur einer begrenzten Zahl von Menschen. Und da ist es natürlich ungeheuer angenehm, wenn man die Grenze so ziehen kann, dass man sagt, nur den Menschen, von denen ich selber etwas zu erwarten habe, bin ich moralisch zu irgendetwas verpflichtet. Aber es ist normativ außerordentlich problematisch, weil es dem Gedanken der gleichen Würde jedes Menschen den Abschied gibt. Und es ist zweitens normativ deswegen außerordentlich problematisch, weil es davon absieht, wie weit die Wirkungen meines Handelns eigentlich reichen. Und es gibt einen Freibrief dazu, nicht mehr für die voraussehbaren Wirkungen des eigenen Handelns Verantwortung zu übernehmen, weil dieses Handeln möglicherweise, und je mehr jemand in einer Verantwortungsposition ist, desto mehr, auch Menschen erreicht, bei denen ich niemals damit rechnen muss, dass ich von ihnen irgendein Handeln zu erwarten habe. Es ist also zugleich im Grundsatz die Verabschiedung einer Verantwortungsethik, wenn man Verantwortungsethik so definiert, wie der große Soziologe Max Weber das getan hat, nämlich, dass wir verantwortlich sind für die voraussehbaren Folgen unseres Handelns. Und nicht nur die Folgen bei denjenigen, zu denen wir in einem Verhältnis der Reziprozität stehen. Deswegen muss man die Frage von da aus betrachten, dass man nüchtern jedenfalls einschätzt, wie weit reichen die Wirkungen unseres Handelns und dabei dem Grundsatz der Inklusion folgt, der sagt, da alle Menschen radikal unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit ihrer Würde zu betrachten sind, sind deswegen auch alle, die von den Wirkungen meines Handelns direkt oder indirekt betroffen sind, unter dem Gesichtspunkt ihrer gleichen Würde zu betrachten. Die Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns über die eigene und die nächste Generation hinaus
ist in bestimmten Handlungsbereichen schon relativ früh erkannt und diskutiert worden. Solche Handlungsbereiche sind insbesondere die Forstwirtschaft und die Landwirtschaft. Deswegen ist es kein Wunder, dass in diesen Bereichen ein Begriff entstanden ist, der gegenwärtig hohe Konjunktur hat, nämlich der Begriff der Nachhaltigkeit. Ein sächsischer Forstwirt war der Erste, der im Jahre 1713 so gesprochen hat, der Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz. Nachhaltende Nutzung als forstwirtschaftliches Prinzip. Ein späterer hat dieses Prinzip folgendermaßen erläutert: Es lässt sich keine dauerhafte Forstwirtschaft denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist. Sie wird deshalb an den Grundsatz gebunden, dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viel Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzige Generation zueignet. Das ist eine andere Art von Reziprozität, nämlich diejenige Reziprozität, die der Gerechtigkeit genügt, indem sie künftigen Generationen dieselben Freiheitsgrade und Freiheitsrechte zuerkennt, die die gegenwärtigen in Anspruch nehmen. Wir kommen aber aus einer Tradition, in der im Prozess der Industrialisierung unter Umständen Generationen in kurzer Zeit, ein, zwei Generationen, den Nutzen aus vorhandenen Bodenschätzen gezogen haben und die Lasten den Nachkommenden so hinterlassen, dass man im Ruhrgebiet sogar von Ewigkeitslasten spricht. Ewigkeit als politischen Begriff kenne ich nur aus zwei Zusammenhängen. Die Ewigkeitsgarantie der Grundrechte ist der eine, die Ewigkeitslasten des Bergbaus ist der andere. Angesichts dieser Überlegung muss man die Würde und das Lebensrecht künftiger Generationen auch dann im Blick haben, wenn diese künftigen Generationen noch nicht geboren sind. Auch wenn die Angehörigen künftiger Generationen als noch nicht geborene Nichtträger personaler Würde sein können, so haben sie doch dergestalt Anteil an der menschlichen Würde, dass sie, wenn sie geboren werden, nicht in Verhältnisse hineinwachsen sollen, die mit der Menschenwürde unvereinbar sind. Dieser an der menschlichen Würde orientierte Aspekt der Nachhaltigkeit verbindet sich, soweit er sich auf ökologische Nachhaltigkeit bezieht, mit der Einsicht, dass auch die Natur nicht nur ein Instrument zur Steigerung menschlicher Machtentfaltung ist, sondern einen Eigenwert hat, um dessen Willen sie nicht nur zu nutzen, sondern auch zu bewahren ist. Deshalb ist die Natur nicht nur im Blick auf die Nutzungsmöglichkeiten künftiger Generationen, sondern auch um ihres intrinsischen Werts willen zu bewahren. Diesen doppelten Eigenwert anzuerkennen ist eine Pflicht, die sich aus einer Ethik der Verantwortung für das technologische Zeitalter ergibt, wie der Philosoph Hans Jonas sie in exemplarischer Weise entwickelt hat, orientiert an dem kategorischen Imperativ, so zu handeln, dass die Folgen dieses Handelns vereinbar sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde. Die Dringlichkeit dieses kategorischen Imperativs ist in den letzten Jahrzehnten zunächst im Blick auf die Vernichtungskraft nuklearer Waffen bewusst geworden. Die Gefahr einer kollektiven Selbstvernichtung der Menschheit trat in den Blick. Das Ende des Ost-West-Konflikts und des nuklearen Wettrüstens ließ diese Gefahr in den Hintergrund treten. Ein für allemal gebannt ist sie freilich nicht. Denn das Wissen um die Instrumente massenhaft tötender Gewalt lässt sich nicht auslöschen. Gegenwärtig sehen wir das besonders deutlich an den Sorgen um die Entwicklung im Nahen Osten und der Angst davor, dass der Iran über Atomwaffen verfügen und sie einsetzen könnte. Gleichwohl trat mit der Epochenwende von 1989 die Frage nach den ökologischen Auswirkungen gegenwärtigen Handelns in den Vordergrund. In Verbindung mit dieser neuen Konzentration entwickelte der Begriff der Nachhaltigkeit neue Anziehungskraft. Nun wurde er praktisch mit der Aufgabe gleichgesetzt, eine intakte Umwelt zu bewahren oder wiederherzustellen. Doch so begrüßenswert die neue Aufmerksamkeit für Umweltfragen ist,
so sehr warnt schon die Geschichte des Begriffs der Nachhaltigkeit davor, sich auf den ökologischen Aspekt zu beschränken. Denn er beschreibt ein wirtschaftlich vernünftiges Verhalten unter Berücksichtigung der Ansprüche künftiger Generationen. Seit dem Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung von 1987, dem Brundtland-Bericht, hat man ganz folgerichtig deshalb drei Dimensionen der Nachhaltigkeit miteinander verbunden: intakte Umwelt, tragfähige Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Darüber hinausgehend ist jedoch zu berücksichtigen, dass, wie wir bereits sahen, auch kulturelle Zukunftsfähigkeit eine unentbehrliche Dimension der Nachhaltigkeit darstellt. Die Weitergabe des Weltkulturerbes an die kommenden Generationen ist dafür ebenso wichtig wie die Entwicklung neuer kultureller Ausdrucksformen und der Dialog der Kulturen in der global gewordenen Welt. Diese Dimension der Nachhaltigkeit wird bisher in der Regel nicht ausreichend gewürdigt. Ich halte deshalb eine Ausweitung des geläufigen Nachhaltigkeitsdreiecks zu einem Viereck für notwendig, in dem intakte Umwelt, tragfähige Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Zukunftsfähigkeit miteinander verbunden sind. Das hat natürlich Folgen für jedes einzelne dieser Elemente, wenn man sie im Zusammenhang sieht und nicht einfach nur das eine Element gegen andere ausspielt. Es reicht nicht, nebeneinander eine intakte Umwelt und eine tragfähige Wirtschaft zu fordern. Man muss die Umwelt so intakt halten, dass das wirtschaftlich tragbar ist, und man muss die Wirtschaft in sich selbst so verstehen, dass sie die Verantwortung für die Umwelt einbezieht. Man kann das will ich jetzt nicht tun, an der Notwendigkeit diskutieren, Wohlstand und Wachstum nicht mehr ausschließlich am Bruttoinlandsprodukt zu bemessen, sondern keine Definition gesellschaftlichen Wohlstands mehr zuzulassen, die die Frage des ökologischen Fußabdrucks und die Frage des Schuldenstands eines Landes ignoriert. Zwei Faktoren, die für die Entwicklung eines gesellschaftlichen Wohlstands genauso wichtig sind wie die Kennziffern des Bruttoinlandsprodukts. Der ökologische Fußabdruck, den ich dabei erwähnt habe, wird, um das zu verdeutlichen, an den in Anspruch genommenen biologisch produktiven Flächen gemessen, die eine Gesellschaft für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen einschließlich der Importe in Anspruch nimmt. Einbezogen werden dabei auch die Flächen, die für die Bindung von Kohlendioxidemissionen benötigt werden. Nimmt man dies zum Maßstab des ökologischen Fußabdrucks, wird man nicht lange daran zweifeln, dass wir in den hochindustrialisierten Ländern einen kontinuierlichen, unwiederbringlichen Verbrauch der biologischen Regenerationsfähigkeit des Globus hervorbringen. Der Klimawandel ist ein Teilaspekt dessen, was sich da abspielt. Aber die Folgen für die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen reichen natürlich weit über diese Frage hinaus. Sie betreffen die Biokapazität insgesamt. Ethisch betrachtet kommt einem Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks und in diesem Zusammenhang einer wirksamen Begrenzung des Klimawandels hohe Bedeutung zu. Das gilt umso mehr, als die dramatischsten Auswirkungen des Klimawandels in den Armutsregionen der Erde zu erwarten sind. An diese Auswirkungen, die insbesondere in der Überflutung besiedelter Gebiete durch das Ansteigen des Meeresspiegels bestehen, ist eine Anpassung gar nicht möglich. Die Hauptverursacher des Klimawandels können sich nicht darauf beschränken, ihre Pflichten gegenüber kommenden Generationen im eigenen Wohngebiet zu betrachten, sondern sie müssen die kommenden Generationen angesichts der globalen Auswirkungen ihres eigenen Handelns auch global in den Blick nehmen. Von vergleichbarer Dramatik ist das wachsende Ausmaß öffentlicher Verschuldung
und die Aufgabe, zu einer wirksamen Bändigung der Staatsschuldenkrise zu kommen. Ein gegenwärtig viel diskutiertes Thema, das ich nur mit einem einzigen Gedanken kommentiere. Die Bändigung der Staatsschuldenkrise, auch nicht nur eine Verantwortung gegenüber dem gegenwärtigen Haushaltsgebaren der Euro-Staaten, sondern eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die mit den Auswirkungen der gegenwärtigen Schuldenpolitik konfrontiert sein werden. Zu der Bändigung dieser Staatsschuldenkrise gehört, dass die Staaten sich wieder an die Regeln des Rechts halten. Das Versprechen, die Bürger bei sinkenden Steuern mit wachsenden Leistungen versorgen zu können, hat die Staaten dazu veranlasst, über Jahre gegen elementare Gebote verantwortlichen Haushaltens zu verstoßen. Die Notwendigkeit, die Folgen der Finanzmarktkrise einzudämmen, hat Freiheit und Haftung voneinander entkoppelt. Die Staaten der Eurozone haben die Pflicht zur Einhaltung von Verschuldungsgrenzen verletzt. Sie haben schließlich unter Berufung auf eine außerordentliche Notsituation das Verbot ignoriert, wechselseitig für die Staatsschulden anderer einzustehen. Ein Weg aus dieser Krise erfordert mehr als nur finanzpolitische Maßnahmen. Notwendig ist eine ethische Besinnung auf verantwortliche Haushalterschaft in Verantwortung für künftige Generationen. Sie kann sich freilich nicht auf den Verzicht auf Neuverschuldung beschränken, sondern muss die Reduzierung der Gesamtverschuldung einschließen. An diesen knappen Bemerkungen zu Klimawandel und Staatsverschuldung wollte ich deutlich machen, dass die diachrone Generationengerechtigkeit keineswegs geringere Bedeutung für das aktuelle Handeln hat als die synchrone Generationengerechtigkeit, auf die wir unsere Überlegungen meistens beschränken. Diese Beispiele, die ich am Schluss gewählt habe, erschließen zugleich die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, wie weit die verantwortungsethische Inklusion reicht, die sich aus unserem Respekt vor der gleichen Würde jedes Menschen ergibt. Diese Antwort, mit der ich schließen möchte, heißt, die Inklusion, zu der wir verpflichtet sind, reicht so weit, wie die für uns erkennbaren Auswirkungen unseres eigenen Handelns, aber auch unseres eigenen Unterlassens. Die wachsende Reichweite unseres Handelns verträgt sich nicht damit, dass wir uns einer ethischen Gegenwartsschrumpfung ausliefern. Der Zukunftsbedeutung unseres Handelns muss die Zukunftsfähigkeit unseres Denkens und unserer ethischen Haltungen besser entsprechen, als das in unseren bisherigen Denkweisen und Gewohnheiten angelegt ist. Deshalb muss ethische Reflexion ihren Ort in allen Disziplinen finden, und diese Botschaft würde ich gern als Mercator-Professor hier hinterlassen. Sie muss ihren Ort in allen Disziplinen finden, in denen Studierende auf eine zukunftsrelevante Verantwortung vorbereitet werden. Und soweit ich sehe und soweit meine Kenntnis reicht, ist davon kein Studiengang ausgenommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus